Okay. Also damit beschafft er sich das ewige Mangekyo Sharingan. Zurück in Konoha. いや、まあ、隊長。いい加減機嫌を直してくれよ。君は僕がどんな気持ちでいるかわかるかい?わからないよね。ああ。まあ、そう言わないでやってくれ。ナルトが来てくれなきゃ今の俺たちはなかった。甘すぎじゃないですか、カカシ先輩。久しぶりですよ。 泣きたい気分なのはこっちっすよ。クソ。キーだ。お前まだぐじぐじ言ってんのか?男らしくねってばよ。うっせえよ。せっかくサスケとやる覚悟までしてたってのに。だからごめんって。結局お前らはサスケを逃がしちまうしよ。それには理由があんだよ。後で説明してやるって。 Im Anime war es ja noch so. Dass auch Naruto von Sakuras Kunai getroffen wurde, das giftig war. Also Betäubungsmittel hatte. Liest einfach genial. Ist ja auch eine Anspielung an Bruce Lee, ja? Sakura! Hm? Oh. Da wird wohl doch kein neuer Hokage gebraucht, ha? ヤマト隊長たちは?僕はカカシ先輩と一緒に、その子を連れて行くよ。送り届けた後、ナルトの行動についてしっかり先輩と話し合わないといけないからね。はいはい。サイは?僕は断蔵様のことを根に伝えに行かないと。それじゃ、また後でね。サクラちゃん、行くってばよ。 Richtig nice, dass Tsunade wieder fit ist. Sie war ja nach dem Kampf gegen Pain völlig am Ende und deshalb muss sie ja dann so als neuer Hokage erwählt werden. Ah, somit haben wir Kapitel 2 beendet. Aufstellungen fertig. Ja, und dann kam ja dann so und jetzt wäre eigentlich Kakashi Hokage geworden, aber da Tsunade ja wieder fit ist. Revanche versprechen. Trophäe, okay. Aber da Tsunade ja wieder fit ist, muss Kakashi nicht mehr Hokage werden. Sie kann ja weiterhin Hokage bleiben. Speichern auf jeden Fall. So. Schauen wir noch, was so kommen wird. Und dann beende ich auch schon gleich mal den Stream. Auf jeden Fall eine richtig spannende und coole Folge. Akumo Gakure, das Blitzreich mit dem gleich alle Kage? Interessant. Absolut recht. Ganz ehrlich, was hat denn der jetzt zu melden? Sie sei zu alt. Hat er mal in den Spiegel geschaut? Danzo-の件はさておき。綱出様がホカゲに戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして、早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所は、うちの者が突き止めている。
こちらも偵察部隊を編成し、情報集めを行っている。各社との。では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが、一体。隠す。なんだ。ナルトも B も大きな戦力だぞ。隠してどうする。わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵はウチハマダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったらチャンスは二度とない。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造がナルトはな。あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五冠がまとまらなければそれこそ勝利はないでござろう。さあ、es macht halt schon Sinn, dass die nicht mitmischen. Aber wir werden ja sehen, ob das Ganze so auch ablaufen wird. Schwer vorstellbar. Herazuguchi no Namekuji-hime wa kenzai ja na. Genki ni natta shouko ja ze. Hachibi to Kyuubi no kakushibashi o kimeru. Iron wa nai na okage. Wakatta. Sassa to saki ni sumero. Kakushibashi wa sude ni kimete aru. Washi ga Bii to tomo ni shigyou ni hagenda. Totte oki no basho da. Oh, sehr nice. Es wird ein wichtiger Ort sein für später. Gai, Yamato, Aoba, soして Naruto. Omae tachi 4 人 wa kore yori to aru shima ni mukai, soko de kumogakure no shinobi to gouryu. Sono shousai nitsuite wa genba de shirasareru tehazu to natte iru ga, konkai no nimmu wa gokuhi nimmu to naru. Ono no chuui suru you ni. Hehe. 久しぶりの任務だな。腕が鳴るってばよ。それじゃあ各自準備が整い次第木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。じゃあ先に作るってばよ。クールコンビネーションミッガイノッツゼツリッ。あ、ナルト。うん？一人で勝手に行かないようにね。もしまた一人で行動しようものなら分かってるよね。Zu geil. Ich liebe das mit Yamato. Dass sie das jetzt im Spiel auch noch reingetan haben, finde ich nice. Das ist so ein typischer Klassiker bei Naruto, wenn sich Yamato so verstellt, um Naruto Angst einzujagen. Das ist so oft vorgekommen im Anime. Das finde ich richtig, richtig, richtig geil. Naruto, ni hontou no koto o tsutaenakute ii desu ka? Sensou kara mi o kakushite morau tame no nimmu datte. Sensou ni tsuite oshiete shimaeba, aitsu wa muriyari ni demo senjou ni dete iku da. Sore dake wa sakenakute wa naran. そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。いいな。はい。Kapitel 3: Zwei Jinchuriki. Und zwar Killer Bee mit Naruto. 準備完了だ。Traut es seinem Glück allein. そろそろ行くか。Sehr cool. Jetzt können wir uns wieder frei bewegen. In der ganzen. Im ganzen Dorf. NW, Ninja-Welt-Zeitleistenseite erhalten. Wenn du Ninja-Welt-Zeitleistenseiten erhältst, werden dieser Leiste neue Items hinzugefügt. Du kannst vergangene Ereignisse dann in der Zeit verschieben und mit ihnen experimentieren, indem du diese Items auswählst. Okay. Vergangene Ereignisse in der Zeit verschieben.
Eine hochgeheime Mission, ja. Adrenalinschub. Okay, wenn du nur wüsstest. Ich finde es interessant mit der Ninja-Zeitleiste, oder? Also ich habe jetzt eher das so verstanden gehabt, dass man einfach Dinge nochmals wiederholen kann. Ach, Kindheitsabschnitt. Das haben wir vorhin ja nicht gehabt. Als wir gerade angefangen haben mit dem Spiel, glaube ich, haben wir das hier gesehen, Prolog, und das hier, Shippuden, erste Hälfte. Aber das hier, Kindheitsabschnitt, das hatten wir, glaube ich, nicht. Das hatten wir nicht. Okay, das hier sehen wir nicht. Das hier sehen wir auch nicht. Der Hintergrund ist auch immer anders, hä? Sehen. Also man sieht hier, beim Kindheitsabschnitt sieht man hier irgendwie das Dorf Konoha, hä? Shippuden hier auch wieder eigentlich, bisschen anders. Hier halt passend zum Prolog. 5 Kage-Gipfeltreffen. Okay, sieht man einfach die Hokage-Wand. Aufstellungen sieht man hier, die Schneeland hier. Okay, das Ding kenne ich, verrate aber nicht groß was dazu. Das kann ich schon verraten, das ist der Ort, wohin Naruto gehen wird und Killer betrifft. Das hier ist, glaube ich, das Versteck von Madara. Das hier bin ich gerade unsicher, aber ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Das ist ein Kampfgebiet und später im Ninja-Krieg hier auch. Das hier ist wieder die Insel, glaube ich, wo Naruto sich mit Killaby trifft. Ja, genau. Und das hier ist das Mangekyo Sharingan. Genau, ja, okay. Also cool, wir können hier einfach die vergangene Zeit nochmals nachspielen. Das ist dann nicht der Kampf, den wir hatten. Zwischen Naruto und Sasuke. Hier haben wir das, okay, mit den Briefen. Bisher noch keine Post. Wir haben keine Freunde, Okay, ja, dann gehen wir hier mal raus. Sasuke, was in aller Welt ist nur mit ihm passiert? Seufz. Okay. Also gut, hier können wir auch noch durch. Wir können ja mal auch, abgesehen von der Story, ein bisschen das Dorf erkunden und sonst auch so kleine Nebenmissionen machen. Ich werde es, denke ich, nächstes Mal auch so machen. Ihr könnt aber auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das überhaupt wollt oder nicht. Weil sonst kann ich es auch mal auslassen und einfach mich auf die Story fokussieren. Lee hat mir erzählt, was passiert ist. Sasuke mag ja ein früherer Teamgefährte von dir sein, aber wage ja nicht, ihn zu schützen. Hast du mich verstanden? Okay, da gibt's schon Drohungen, ne? In Tetsunokuni ist es bitterkalt. Ich brauche einen wahrhaft gestellten Körper. Okay, einen wahrhaft gestellten Körper, mit dem ich in jeder Umgebung lange kämpfen kann. Weise, ja? Der Lee, immer nur an sein Training am Denken. Iruka. Kakashi hat mir davon erzählt. Weißt du, naja, dir passieren ständig fürchterliche Dinge. Das stimmt doch. Trotzdem gibst du niemals auf. Also kann ich dich nur weiter ermutigen. Tu dein Bestes. Iruka, immer nett zu uns. Gut zu uns. Die erste Person, die Naruto so richtig anerkannt hat. Also, wird auch von der Story immer so gesagt, aber meiner Meinung nach ist es eher der dritte Hokage, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal nicht den Weg, weil da geht es ja mit der Story grundsätzlich weiter. Ich will mal hier ein bisschen das Dorf mehr erkunden. Oh, Hinata, was hat die zu sagen? Naruto, wohin willst du? Sei vorsichtig, ja? Okay. Was soll denn passieren? Ein Brett auf den Kopf fallen oder wie? Naja. Die gute alte Hinata. Oder junge Hinata, besser gesagt. Diese Dinger hier unten. Diese Kügelchen. Es interessiert mich mega, wie die schmecken. Also,
Die gibt's ja, denke ich mal, auch in echt. Diese Speise. Es soll ja was Süßes sein und glaube ich auch mit Sirup drüber und so. Aber keine Ahnung. Willkommen, ich habe alle möglichen Dinge auf Lager. Okay, haben sie auch weißen Pulver zum... Okay, Kampfvorteile. Imbiss und Süßwarenladen verkaufen hauptsächlich fertige Mahlzeiten und andere Nahrungsmittel. Aus Nahrungsmitteln ergeben sich im Kampf alle möglichen Effekte. Es ist keine schlechte Idee, sie zu nutzen, wenn du weißt, dass dich ein harter Kampf erwartet. Okay. Imbiss und Süßwarenladen. Bento-Warnung. Der Effekt eines Bentos verfliegt nach einem Kampf. Und wenn du ein zweites Bento isst, verschwinden die Effekte des ersten. Benutze sie also sinnvoll und verschwende sie nicht. Okay. Gut zu wissen. Es gibt so ein Kalbi-Bento. Okay, Angriffsschub, minimal. So, okay. Angriffsschub, gering und so weiter. Okay. Ja gut, ich habe die bisher nie so richtig gebraucht. In einem Kampf finde ich jetzt auch nicht nötig. Es geht auch alles ganz gut ohne das Zeug. Aber kann schon recht hilfreich sein, je nachdem, wenn ein Bosskampf oder so richtig hart ist und man, ups, hab versehentlich das Mikrofon angefasst, hoffe, das war jetzt nicht gerade ein lästiges Geräusch. Meine Kinder kommen bald furchtbar und hungrig nach Hause. Furchtbar hungrig nach Hause, so. Also, was könnte ich heute für sie kochen? Ja... Döner geht immer. Macht auch schöner. Bandai Warenhaus, hier gibt's wahrscheinlich. Ja, Shay! Wie sich das angehört hat. Willkommen. Also, Sammelitems. In deiner Sammlung kannst du dir die Bandai Warenhaus erworbenen. Die im Bandai-Warenhaus erworbenen Sammelitems ansehen. Einige Sammelitems kannst du auch außerhalb des Bandai-Warenhauses bekommen. Alles klar. Mal schauen, was haben wir hier? Audio ultimatives Jutsu. Okay. Cool. Ja, nice. Okay. Ja, da will ich jetzt mal nicht zu sehr reinschauen. Nicht, dass das noch was spoilern sollte. Ja, okay. Ja, das brauchen wir jetzt nicht alles anzuschauen. Mittag. Also der Typ ist... Ich weiß ja nicht, wer die Synchro gespielt hat, aber das hört sich nicht so ernst zu nehmen, dann... ich feiere die Stimme. Yush, Yush, Sora. Hier haben wir Shoji, unseren kleinen Moppel. Wir müssen uns um den Wiederaufbau und um Sasuke kümmern, aber als allererstes muss ich mich satt essen. Wenn wir richtig gut satt sind, werden wir gründlich darüber nachdenken, was zu tun ist. Einverstanden? Ja, macht Sinn, hä? Erst essen und dann die Arbeit. Wow. Was haben wir hier? Okay, ich konnte es nicht mal lesen. Willkommen, ich habe alle möglichen Dinge auf Lager. Zum Beispiel... Rote Bohnensuppen-Set. Okay, ja, auch wieder so Verstärkungen für den Kampf. Will ich erstmal nicht haben. Wobei ich glaube, die Lebensanzeige von manchen Figuren, unter anderem Naruto, sind jetzt auch nicht so hoch. Ich sollte mal das Leben wieder aufladen. Kakashi, du hast Befehle missachtet und bist sofort in Schwierigkeiten geraten. Im Grunde verdienst du Strafe, aber... Und es ist nun einmal so, du hast uns gerettet, daher kommst du um eine Bestrafung heute mal herum. Vielen Dank, Kakashi. Oh, und Omoi, oder wie heißen die? Ninja-Weltzeitenleiste, oh, nice. Ah, die kann man auch unterwegs sammeln, also. Okay, okay, alles klar. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Einer heißt, glaube ich, Kotetsu, das wäre der hier. Ja, stimmt. Notfallrationen für 3000? Wo soll ich denn so viel auftreiben? Dann Izumo, ah, stimmt. 5000 Shuriken und weitere 2000 Kunai?
Also, wo könnten wir all das bekommen? Nun ja. Gute Frage. Nächste Frage. Was finden wir hier auf? Okay, ein paar Leute. Ah, das ist ja der. Das die Hokage will, also der Ersatz für die für das Hokage. Für die Hokage-Villa, weil ja das ganze Dorf zerstört wurde, ist ja alles wieder im Aufbau, Wiederaufbau. Hier haben wir Shikamaru. Oh, hier ist noch was. Schwatzen wir doch mal mit ihm. Dag. Offenbar passieren hier eine Menge ärgerliche Dinge. Wenn ich irgendwie helfen kann, musst du es nur sagen. Zumindest kann ich gute Ratschläge geben. Alles klar. Und hier wird Tsunade sein, hä? Oh ja, und nicht nur sie. Sprechen wir mal mit dem Schwein. Quiek, quiek, Tonton. Shizune? Ich glaube, die Tatsache, dass Lady Tsunade wieder wach geworden ist, erfüllt Konoha mit frischer Energie. Wie das sich anhört, als ob sie sich ekeln würde. Das ist gut, findest du nicht? So eine aggressive Frage. Naruto, was du damals sagtest vor Sasuke. Nein, vergiss es. Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Wenn es sich um persönliche Angelegenheiten handelt, komm später wieder. Okay, alles klar. Tut mir leid. Dann gehen wir doch gleich wieder. Und ja, ich habe jetzt doch noch ein bisschen länger den Stream gemacht, obwohl ich meinte, nach der Story gleich weiter, nicht mehr groß weiterzumachen. Ich denke, es ist gut, wenn wir in diesem Stream noch ein bisschen im Dorf uns rumtreiben und dafür in der nächsten Session gleich weitermachen mit der Story. Wir haben hier uns schon mal ein bisschen umgeschaut. Ich denke, das ist für heute, denke ich, auch mal genug. Schauen wir doch mal hier bei Ishirako rein. Stopfen uns voll mit leckeren Nudeln, mit einer Nudelsuppe. Und dann, herein, komm herein und iss deine Nudeln. Ishiraku-Nudeln. Also, es gibt zwei Arten von denen. Kannst deine Gesundheit vollständig herstellen. Die andere hebt die. Ah, okay. Also die eine halt die ganze Gesundheit und die andere hebt Freundschaftsstufen von Freunden an, mit denen man zusammen isst. Ja, okay. Im Moment habe ich ja niemanden dabei. Wir sollen auf jeden Fall welche essen, weil die Gesundheit von Naruto ist, glaube ich, nicht. Ach, nicht? Okay. Ja, egal. Essen wir trotzdem eine. Danke. Danke! Okay, also. Dann essen das hier. Einfach ein Schuhen. Ich bin auf Patrouille im Dorf. Die Plauderei sparen wir uns fürs nächste Mal auf, ja? Ja, genau. Und auch, nicht nur das. Wir sparen uns jetzt auch das hier auf und, beenden den Stream mal. Machen nächstes Mal weiter. Jo, schwatzen wir nur noch kurz mit, wie heißt der? Er ist der Shikaku. Ja, genau. Erzähle mir nicht, du hättest die Zeitleiste bereits fertig. Ja? Hör mal, Kleiner. Im Vergleich zum letzten Mal hat sich da wenig verändert. Du bist nicht mal annähernd fertig. Na gut. Ja, gut. Haben wir hier nicht irgendwo einen Speicherort? So ein Vogelhäuschen. Hoffe, die Story geht jetzt nicht weiter durch das. Also, wir sollen uns beim Dorftor treffen. Da mache ich mich lieber auf den Weg. Ja, da will ich jetzt nicht zu nah ran.
Hier sollte eigentlich ein Vogelhäuschen in der Nähe sein. Hallo, ich bräuchte ein paar Nahrungspillen. Ich hätte bitte gern ein paar Nahrungspillen. Was sind die für Probleme? Werkzeugverkäufer und die Werkzeuge plagen irgendwelche Sorgen. Höre dir an, was ihr auf der Seele liegt und tue dann, was richtig ist. Gut, dann nehmen wir es doch mal an. Seufz, was ist los, wenn dir was auf der Seele brennt? Ich höre gerne zu. Oh, wie nett von dir. Normalerweise ignorieren die Shinobi von heute ganz einfach die Sorgen anderer Leute. Hä, nicht um den heißen Brei herumreden. Ja, sag einfach, was dir fehlt. Ach, du bist also auch nur einer der herzlosen Ninjas. Naja, egal. Weißt du, ich habe wegen unseres Warenangebots gestöhnt. Als das Dorf zerstört wurde, sind auch all unsere Waren kaputt gegangen. Irgendwie ist es uns gelungen, den Laden wieder aufzubauen, aber ohne Waren hat die Sache nicht viel Zweck. Naja. Warum bietest du nicht einfach mehr verschiedene Artikel an? Da hast du recht. Du hast recht, weißt du was? Baupläne, okay. Um das Produktangebot des Werkzeugladens aufzustocken, musst du Baupläne in den Hagakure-Werkzeugladen oder zu den Händlern an beliebigen Orten bringen. Du bekommst Baupläne als Belohnung für Ereignisse und auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Belohnungen bekommen. Neue Produkte gibt es bei allen Händlern und Kaufleuten zu kaufen. Wenn du alle Produkte kaufst, hast du die Chance, eine Belohnung zu bekommen. Das wird nicht einfach für dich sein, aber ich werde dich großzügig belohnen, wenn du Erfolg hast. Vielen Dank. Verstanden, ich werde mein Bestes geben. Okay, nice, dass wir da gleich vorbeigekommen sind. Das können wir ja nebenbei machen zur Story. Ist nicht eine Sache, die wir jetzt einfach direkt abschließen müssen. Ah, hier können wir rauf. Ich will jetzt einfach nicht zu nah ans Tor rangehen und hoffe mal irgendwie hier in... Oh, warte mal. Und hoffe mal, dass wir hier irgendwo in der Nähe so ein Vogelhaus finden. Und da speichern können und danach erst weitermachen. Zerstören. Virus aus Dragon Ball lässt grüßen. Okay, komisch hier. Wäre noch ein Vogelhaus. Das weiß ich noch. Giftmischer, was? Okay. Ja, gehen wir doch mal zum Vogelhaus hier oben. Und beenden wir hier den Stream. Ich will nicht zu nah ans Tor rangehen. So. Dann schließe ich mal hier ab und beende den Stream. Und dann bis nächstes Mal. Tschüss, Leute.